Also legen Sie los, fragen Sie, was Sie fragen müssen. Herr Reiter, wir wissen, dass Sie ein international anerkannter Chirurg sind und wir wollen Sie auch gar nicht stören. Aber wir sind bei unseren Ermittlungen in die Sackgasse geraten. Natürlich wollen wir Ihnen nicht zu nahe treten. Ich erwarte entsprechendes Verhalten von Ihnen. Für Banalitäten wie Vermisstenanzeigen etc. habe ich weder die Zeit noch die Nerven. Was ist das eigentlich für ein Käfig da? Kommen Sie doch bitte zur Sache. Ein Zeuge hat auf Ihrem Grundstück eine junge Frau schreien hören. Mit amerikanischem Akzent. Wie können Sie das erklären? Überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ihr silberner Mercedes wurde genau an der Stelle gesehen, wo man den holländischen LKW gefunden hat. Was fällt Ihnen ein? Sie konstruieren einen Zusammenhang, eine Unverschämtheit! Sie nehmen jetzt Ihr Wasserglas und trinken es aus. Und dann verlassen Sie mein Haus, ich habe zu arbeiten. Trinken Sie! Los! Austrinken! Trinken Sie! Beeilen Sie sich! Sie haben mich geschlagen. Das werden Sie bereuen. Ich bringe Sie vor Gericht. Beamter sind Sie mal gewesen. Da können Sie Gift drauf nehmen. Entschuldigen Sie. Es tut mir leid, ich bin völlig überarbeitet. Einfach zu wenig Schlaf. Ich hole ein Handtuch.